Hallo liebe Zuschauer vom Outdoors Buchmeister YouTube-Kanal. Mein Name ist Sebastian Gürtel und heute präsentiere ich euch ein richtiges Schmuckstück, den Ford Ranger Wildtrak. Ich komme zu euch nach vorne, damit ich euch ein bisschen was erklären kann. So, ja, was haben wir hier? Wie schon erwähnt, Ford Ranger Wildtrak Edition in Schwarz. Bizehrungsscheinwerfer, Nebelscheinwerfer. Das Wildtrak heißt einfach nur, dass er ein bisschen sportlicher rüberkommt. Was das bedeutet, zeige ich euch jetzt. Wie ihr sehen könnt, Kontrastfarbe nochmal in dunkelgrau. Wir haben auch die Felgen, die Aluminiumfelgen. Hier nochmal schön in grau. Ja, Allwetterreifen. Laut US oder Amerika, da haben die Allwetterreifen immer drauf. Den beliebten 3,2 Liter Motor mit 6 Zylinder, 147 kW, dementsprechend 200 PS. Automatikgetriebe. Ja, Fahrzeug ist jetzt von Mai 2019, Erstzulassung, hat jetzt knappe 20.000 Kilometer gelaufen und ist jetzt bei uns im Besitz und natürlich käuflich zu erwerben. Ab der zweiten Sitzreihe, wie man schon erkennen kann, sind die Scheiben nochmal getönt. Bedeutet natürlich für die Insassen, ist der Innenraum erhitzt sich nicht so schnell, denn die Sonne blendet nicht so und natürlich auch vor Einbrechern, dass man nicht mehr sieht, was alles drinnen liegt. Ja, Doppelkabine, wie man schon erkennen kann. Dann haben wir, beziehungsweise hat der Vorbesitzer nochmal einen Hardtop oben drauf gepackt. Ist natürlich sehr schön. Das heißt, für eine Familie, die auch im Urlaub fahren möchte, oder halt, wenn man zwei große Hunde hat oder vielleicht auch einen großen Hund hat, kann man das Tier, beziehungsweise den Familienurlaub, die ganzen Klamotten hinten reinschmeißen. Und man hat natürlich riesengroßen Stauraum. Was natürlich noch praktisch ist, vielleicht für Jäger. Ja, ihr fahrt schön und er schießt mal so ein Reh oder ein Wildschwein. Ja, einfach mal raufgeschmissen, Klappe zu, Fenster auf, damit der Geruch auch rausgeht. Und ihr habt ein perfektes Auto für euch. Also, für privat, aber auch gewerblich nutzbar. Ja, Anhängerzug, ein Star, 3,5 Tonnen Anhängelast, Parksensoren vorne und hinten und auch eine Rückfahrkamera. Ja. Trittbretter, damit wir auch schön allen aussteigen können für die etwas kleineren Leute. Wir haben auch nochmal die Dachreling hinten auf dem Hardtop und auf dem Fahrzeug. Aber wenn man da noch was transportieren möchte, vielleicht eine Reisebox, wenn man doch in den größeren Urlaub fährt oder in den längeren Urlaub oder natürlich auf dem Fahrradträger, kann man oben alles drauf montieren. Aber genug von außen, wir gucken mal rein, was uns da erwartet. Kommt mal mit. So, liebe Freunde, angekommen in Ford Ranger Wildtrak. Was natürlich gleich auffällt, schwarze Dachhimmel, was Standard schon mit drin ist beim Wildtrak. Wir haben die orangen Ziernähten überall mit eingearbeitet, Lenkrad, Armaturbrett, aber auch in den Sitzen, Teilleder mit orangen Stoff. Ja, was haben wir? Schönes Lederlenkrad mit Abstandsthermomat. Wir haben ein virtuelles Kombi-Instrument, Licht- und Regensensor haben wir mit bei. Winterpaket mit Sitzheizung und Frontscheibenheizung. Rückfahrkamera ist auf dem Bildschirm, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, hier drauf ersichtlich. Ja, Navigationssystem haben wir mit drin. Also das Auto ist wirklich schon sehr vollgepackt. Seid ihr also auf der Suche entweder nach einem Arbeitstier, wie vorhin schon erwähnt, als Jäger oder natürlich auch so im Gewerbe oder natürlich auch im privaten Bereich, ist das Fahrzeug nutzbar. Ja, interessiert euch das Fahrzeug? Schaut euch nicht vor anzurufen, vorbeizukommen. 19370 Parchim, Ludwigsluster Chaussee, da ist unser Gebrauchtwagenplatz, oder Westring 1, wo ihr die Tageszulassung oder Neuwagen findet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis bald, euer Sebastian Gürtel. Das Fahrzeug, was ihr gerade gesehen habt, hat euch gefallen oder sagt euch sehr zu, dann ruft mich an. Ihr wollt weitere Videos sehen, dann schaut einfach weitere Videos von uns. Und ihr wollt natürlich auch dabei sein, wenn neue Fahrzeuge ins Haus kommen, dann lasst ein Abo da. Bis bald.